So, 1964 habe ich die Diplomarbeit gemacht mit Semesterkollegen mit dem Ziel, möglichst wenig Gewicht, alle Maße ausnutzen. Und so entstand dann aus dem Linienbus ein Aussichtsbus für Berlin. Und dann kam Severin Kühn zwei Jahre später und sagt, sie möchten jetzt unbedingt einen Aussichtsbus, aber kein Doppeldecker. Und so ist dann der Cityliner geboren. Es war wieder einmal Albrecht Auwerder, der aus Berlin zurückkam und zu mir sagte, ich könnte 4 Busse verkaufen. Sie müssen attraktiver sein, die Leute müssen besser raussehen können und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich eine Zeichnung genommen habe von einem Typ Hamburg, habe eine Schere genommen und oben die Partie der Scheiben abgeschnitten, habe sie um 50 cm hochgeschoben und dann hatte man einen Hochdecker. Fahrerschlafkabine, großen Kofferraum, Toilette, Garderobe und alle Fahrgäste in Fahrtrichtung. Das war die Sensation. Mein Vater hat einen gekauft hier im Kreis Gießen. Daraufhin wurden gleich 5 andere verkauft. Jensen Damm hat gekauft, Zimmermann hat gekauft, Gimler hat gekauft. Der Vater hat der erste gehabt und die anderen mussten nachziehen. So ein Hingucker war das. Meine erste Fahrt, die war nach Ungarn. Ich bin von Stuttgart aus gefahren bis morgens. Und ich muss sagen, da sind wir gefahren wie in einem Raumschiff. Also das war im Gegensatz zu den anderen Fahrzeugen, war das wie in einem Raumschiff. Die waren ja 3,60 Meter, 3,65 Meter, dass du nicht überall durchkamst. Die Luftfederung konnten wir auch schon ablassen, das haben wir ganz vergessen. Das hat Neoplan auch zuerst gehabt, dass man den Bus ablassen konnte, dass man durchfahren konnte. Das waren schon manchmal Erlebnisse. Man konnte plötzlich mit vollen 50 Personen und den Koffern die Fernreisen antreten. 2 Fahrer, 10 Stunden Fahrt war gar kein Risiko mehr. Das konnte man alles machen. Drei Wochen Türkei, 3 Wochen Russland. Das haben die sich nicht getraut mit den PKWs. Ganz klar, da bist du mit zwei Busse 3 Wochen unterwegs gewesen. In Russland, in Petersburg, in Moskau, drumherum. Man ist 1 Million gefahren, ohne große Reparaturen zu haben. Beim Mieterverkauf gab es keine Diskussion. Die Autos sind ihnen vom Hof geholt worden. Der Cityliner, der war bei den Kunden die Liebe auf den ersten Blick. Der Cityliner wurde auch wie alle anderen Fahrzeuge im Laufe der Jahre weiter perfektioniert. Er hat die neuen, moderneren Scheinwerfer bekommen, andere Stoßstangen. Das gesamte Erscheinungsbild ist den heutigen Ansprüchen gerecht geworden. Der Cityliner ist in jedem Fall das erfolgreichste Produkt unseres Hauses weltweit. Natürlich hat sich über die Jahre das Produkt sehr, sehr weiterentwickelt. Es ist sehr viel besser geworden. Er hat ein sehr ausgewogenes, sicheres Fahrverhalten. Man fühlt sich immer wohl damit. Im Zuge der Dreiachse auch ein sehr wendiges Fahrzeug. Cityliner ist für mich persönlich, als würde man auf dem fliegenden Teppich unterwegs sein. Das heißt, der wesentlich sanfter im Anfahren, Mitbewerber finde ich härter. In alle Bereiche. Der Cityliner ist wirtschaftlich aufgrund seines guten Spritverbrauches und natürlich hat er einen höheren Einstiegspreis, der aber sich im Wiederverkauf jedes Mal wieder gespiegelt hat.
Wir fahren seit über 50 Jahren Cityliner und es ist einer der besten Fahrzeuge, Reisefahrzeuge am Markt. Also wenn ich heute mit einem anderen Produkt herfahre und mit dem Cityliner herfahre, die Leute laufen immer zum Cityliner. Die Leidenschaft zum Cityliner ergibt sich aus dem Futuristischen, aus dem Aussehen, aber auch mit dem Paket der Zuverlässigkeit. Und die zwei Komponenten ergeben einfach diese Leidenschaft. Wenn ich irgendwo hingehe und gucke mir gebrauchte Busse an, dann gucke ich erst einen vernünftigen Cityliner dabei und dann. Der ist weltbekannt. Man erkennt sofort auch vom heutigen Modell, dass es ein Cityliner ist aus dem Hause Neoplan. Der Cityliner ist eine Legende.